Schwerin-Sport tief wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Bundesjubiläum für den Herbstpokal. 30 Jahre besteht nun das attraktive Schweriner Segel-Event. Über 500 Segler kamen am vergangenen Wochenende vorbei, um sich auf dem Wasser in verschiedenen Wettkämpfen zu messen. Manche Sportler nahmen einen weiten Weg auf sich, um dabei zu sein. So waren neben Deutschland Schweden, Polen, Dänemark und Norwegen vertreten. Jugendliche ab 16 Jahren traten in der Wettkampfklasse Laser und Europe an. Alle jüngeren Teilnehmer kämpften je nach Alter in den Regattaklassen Opti A, B und C um den Herbstpokal. Es ist natürlich super. Es ist eine der größten Wettfahrten, Regatten hier in MV, sogar deutschlandweit oder weltweit sogar. Und natürlich große Aufregung, viele Fragen, wie diese stellen, weil sie gar nicht wissen, wohin und wie das alles passiert. Aber natürlich auch viel Spaß und Motivation ist natürlich ganz groß. Und die lernen natürlich auch ganz viel hier. Also der Fortschritt ist dann wirklich sehr, sehr groß, wenn man das wieder in Trainingen zurückverfolgt. Am Samstag, nur einen Tag zuvor, herrschten noch beste Segelbedingungen. Wind und Sonnenschein. Vier Wettkampfarten wurden ausgerichtet. Als Favorit unter den Opti-As galt Mick Moore. Seit 11 Jahren ist er bereits Teil des Sports. Im letzten Jahr konnte er sich hier als Sieger behaupten. Dieses Mal reichte es nach dem ersten Wettkampftag allerdings nur für den zweiten Platz. Ein weiterer Wettkampf war an diesem Tag jedoch aufgrund des fehlenden Windes mit einem großen Fragezeichen versehen. Es läuft eigentlich durchwachsen, weil ich bin jetzt nicht so damit zufrieden mit meiner Platzierung. Da ich ja auch schon mal Dritter bei der Weltmeisterschaft war und zweimal Deutscher Meister. Na, jetzt noch mal gewinnen, wenn wir segeln. Das ist jetzt eigentlich noch mein Ziel. Für alle Segelfreunde gab es an diesem Sonntag kein Glück. Der Wind wollte nicht aufkommen, trotz der Flaute gab es zwei Startversuche. Beide wurden wegen Frühstartern abgebrochen. Danach wurden alle Wettfahrten abgesagt und alle Regatten in den Hafen geschleppt. Die letzte Chance für Mick Moore mit seiner Startnummer 1112 an seinem Konkurrenten Josh Bergtold doch noch vorbeizuziehen, war somit verpasst. Was können Segler also machen ohne Wind auf dem Wasser? Da gibt es keinen Plan B. Wir sind vom Wetter abhängig, wir sind eine Outdoor-Sportart und wir brauchen Wind, mindestens 4 bis 6 Knoten. Wenn halt kein Wind ist, können wir nicht segeln. Ja. Wir werden dann die Kinder schon beschäftigen mit ein paar Spielen an Land. Wir haben schon Soccer-Turniere gemacht oder irgendwelche anderen Dinge, damit sie bei Laune bleiben. Und das ist eben in unserer Sportart so. Aber ist kein Problem. Somit musste sich Mick Moore mit seinem zweiten Platz zufrieden geben. Im nächsten Jahr hat er die Chance, sich in den älteren Wettkampfklassen unter Beweis zu stellen. Hoffentlich unter windigen Bedingungen. Schwerin Sport tief wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.